Eines muss ich ja gestehen, es gibt eine Stelle in Ihrem Antrag, die mir Freude bereitet hat. Auf Seite 4 können wir lesen, dass, ich zitiere, das Wort Abo-Lautfilter nicht mehr im Text der Richtlinie vorkommt. Ja, es war heiß die vergangenen Tage, aber der Autor oder die Autorin hat beim Schreiben wohl zu intensiv an Aperol gedacht. Ich kann jedenfalls bestätigen, dass das Wort Upload-Filter nicht in der Richtlinie und auch sonst nirgendwo vorkommt. Sie können Upload-Filter nicht mal buchstabieren und damit ist auch schon alles über die Schöpfungshöhe dieses Antrags gesagt. Vielen Dank. Vielen Dank, Tabea Rössner. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Philipp Amthor. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben wirklich ein uns allen jetzt schon ziemlich bekanntes Schauspiel. Donnerstagabend nach 21 Uhr ein neuer Beitrag aus der Reihe Juristisches Halbwissen der Alternative für Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist aber diesmal eine Neuerung, nicht Herr Brandner, der sonst immer der Zauberlehrling ist, tritt an, sondern Corinna Miazga. Aber ich frage mich immer, was soll das, ja? Wissen Sie, ich versuche ja immer das Beste so aus solchen Debatten zu ziehen. Und da muss ich doch sagen, so jetzt im Jubiläum 70 Jahre Grundgesetz, hat das irgendwie auch was Schönes immer Donnerstagabend, denn da haben wir die Gelegenheit, dann die weniger bekannten Normen des Grundgesetzes hier noch mal ein bisschen im Parlament zu erörtern. Und diesmal haben Sie sich eine schöne ausgesucht, Artikel 23 Absatz 1a, Subsidiaritätsklage. In der Tat, gab es noch nie im Deutschen Bundestag, ist doch mal schön, dass wir die Gelegenheit haben, mal drüber zu reden. Und dann will ich sagen, Frau Miazga, Sie haben gesagt, Sie nehmen das Grundgesetz und Artikel 23 Absatz 1a sehr ernst. Das ist sehr schön, aber es gibt einen Unterschied zwischen ernst nehmen und verstehen. Denn man muss deutlich sagen, verstanden haben Sie scheinbar nicht. Und ich frage mich, was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt juristisches Hochreck machen, aber ich glaube, es ist dann doch schöner, wenn wir noch mal ein bisschen das einfach halten. Heribert Hirte hat das ja schon in Vorlesungsmanier alles erklärt, aber ich nehme das noch mal eine Stufe niedriger. Wir machen das einfach mal ein bisschen mit dem Text. Der Bundestag, um dessen Mitwirkungsrechte Sie sich so sorgen, der hat sich ja eine schöne Norm dazu gegeben im Integrationsverantwortungsgesetz, Paragraph 12. Ja, wir folgen da. Ganz einfach. Paragraph 12 Absatz 1 Satz 1. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder ist der Bundestag verpflichtet, eine Klage gemäß Artikel 8 des Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu erheben. Okay, ja, ja, den Satz konnten Sie wohl auch noch lesen, weil da stehen zwei Dinge drin. Protokoll über Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität. Deswegen machen Sie in Ihrem Antrag lange Ausführungen zu Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität. Diese Norm im Integrationsverantwortungsgesetz verweist aber auf das Zusatzprotokoll zum EUV. Und da gucken wir mal, was da drin steht. Sofort, viele Normen wären es nicht mehr. Ich bin gleich fertig. Also ist noch zu folgen. Ja? Da haben wir dann Subsidiaritätsprotokoll Artikel 8. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Klagen wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsaktes gegen das Subsidiaritätsprinzip zuständig. Moment, was fällt uns da auf? Verhältnismäßigkeit kommt gar nicht mehr vor. Und das hat damit zu tun, dass dieses Subsidiaritätsprinzip differenziert und dieses Protokoll und Gegenstand der Klage, die Sie hier erheben wollen, ist eben nur Subsidiarität und nicht Verhältnismäßigkeit. Und das ist an der Stelle völlig unzutreffend und Ihre Klage ist nicht nur inhaltlich wegen der Argumente falsch, sondern sie widmet sich auch einem völlig falschen Klagegegenstand. Und insoweit, Textlesen hilft, Frau Miazga, da müssen wir nicht mal das große juristische Hochreck machen. Das ist gar nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, aber damit wir es nicht so ganz formal machen, will ich auch inhaltlich noch mal sagen, da haben wir das auch klargezogen, auch inhaltlich haben wir kein Problem bei diesem Thema Upload-Filter, was das materielle Recht angeht. Die Richtlinie ist offen für eine nationale Umsetzung. Genau dort wollen wir keine Upload-Filter, sondern ein pauschales Lizenzsystem. Das ist auch die genau richtige Grundlage und für uns gilt der Grundsatz bezahlen statt blocken. Dafür kümmern wir uns, dafür setzen wir uns ein. Das machen die Rechtspolitiker der Fraktion, die Digitalpolitiker Herr
hervorragend. Und ich glaube, der kleine Jura-Exkurs reicht. Und angesichts der fortgeschrittenen Zeit und des beabsichtigten Plenumsendes bis hinter 1 Uhr nachts spende ich die verbleibenden 2 Minuten den fleißigen Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung, damit wir vorankommen. Alles Gute, herzlichen Dank. Wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank, Kollege Amthor. Aber mit 1 Uhr nachts, da wird es nichts. Im Moment sind wir nach 3 Uhr. Ich sag's nur mal. Sehen wir uns wieder. Sie können gerne noch mal kommen. So, letzter Redner in dieser Debatte, Martin Rabanus für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Zuschauer auf der Tribüne, nach den profunden juristischen Ausführungen meines Kollegen Amthor. Ist dem nichts hinzuzufügen, was die juristische Seite angeht. Ich habe mir allerdings auch den Antrag im Wortlaut dann mal angeguckt. Und auch das ist schon genannt worden, das wirkt alles so, als wäre das mit einer ziemlich, naja, abgebrochenen Nadel zurechtgenäht. Wenn dann man der Begründung dieses Antrags folgt, in der auf der einen Seite drinsteht, dass ja die Regelungskompetenz der EU nicht bestritten wird, das ist ja schon mal ein Anfang, dass dann auch keine, Zitat, durchgreifende Bedenken gegen die Richtlinie selbst vorgetragen werden, auch das findet sich da. Da fragt man sich dann schon, okay, was soll das Ganze dann? Und wenn man dann weiterliest, dass also Stein des Anstoßes die nun vermeintlich verbindlich vorgeschriebenen Upload-Filter für alle Mitgliedstaaten sind und dann eben ein Stück weiter, wie Frau Kollegin Rösner das auch gesagt hat, drin steht, dass das Wort da gar nicht drin ist, dann ist das schon alles ziemlich irre. Und dass es ein Upload-Filter ist, ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Aber die Begründung teile ich ausdrücklich. Das hat schon seine Gründe, vielleicht mit bewusstseinserweiternden Substanzen, als dieser Antrag entstanden ist.